So, wir werden uns jetzt nochmal einen YouTube-Kanal angucken, wo ich feststellen muss, dass es doch noch immer noch ziemlich viele. Ah, es war klar, er hat das Video gelöscht. Aber ich habe doch davon ein Screen gemacht. Perfekt. Monte, vergiss nicht, Digga. Nein, nein, nein! Und zwar geht es um den Kollegen. Naja, Kollegen ist nicht ganz richtig. Erstmal keine Beleidigung oder so, sondern nur lediglich eine Feststellung. Es geht um den Kollegen FIFA Gaming. Ist auch auf Twitch am Stream, also kein böses Blut, aber es ist halt einfach nur meine Meinung. Der hat heute den Video hochgeladen, hat er jetzt mittlerweile schon gelöscht. Messi oder Diagne, nee, beste aktuelle Blablabla im Pack. Moment, Sherlock Monte ermittelt nochmal. Da sieht man es nochmal, das war sein Thumbnail von seinem heutigen Video, was er schon wieder gelöscht hat. Im Titel Messi oder Diagne im 100% Pack. GG an der Stelle nach einer Stunde 331 Aufrufe. Und natürlich zieht er kein Messi. Vom Clickbait-Faktor schon echt unterste Schublade, ne? Habe ich 331 Aufrufe gesagt? Sorry, 381. Ist ja auch scheißegal. So, der hat das Video aber schon gelöscht. Warum? Weil es geschitstormt worden ist. Ich habe leider jetzt hier nicht gescreent, wie viele Likes, Dislikes, aber es waren wesentlich mehr Dislikes. In diesem Video, und leider, wie gesagt, hat er es gelöscht, hat er die ersten 1,5 Minuten über sein Merch geredet. Und die letzten 1,5 Minuten hat er über sein Merch geredet, gefühlt. 11 Minuten 1. Clickbait, Video, sein Urgroßvater und Werbung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Werbung. 7 Werbung in 11 Minuten, wovon 2 Minuten mindestens noch über sein Merch war. Und wenn wir uns jetzt mal seinen Kanal angucken, oder schauen wir uns erstmal seine Facecam auf Twitch an. Ehrenspende für einen Ferrari, Digga. Da habe ich schon gedacht, okay. Aber mehr Werbung, also das ist schon viel Werbung. Da habe ich schon gedacht, eieiei, das ist aber viel Werbung, Digga. Aber gut, jedem das seine. Als ich dann aber das Video gesehen habe, mit den Werbungen, mit dem Clickbait, Digga, ja, für mich ist das ein YouTuber, der es nur noch wegen dem Cash macht, Digga. Hier, 14 Minuten 12. Like-Dislike-Verhältnis läuft bei ihm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Auch wieder 7 Mal Werbung. Auf Twitch ist es auch ganz schlimm. Ich weiß, ich möchte mich aber nicht so viel zu Twitch äußern, weil ihr wisst ja, wie Twitch da unterwegs ist, Digga. Aber ich habe schon mitbekommen, dass so viele, also dass er immer irreführende Titel auf Twitch hat, um mehr Subs zu bekommen, bla bla bla. Und er, aus meiner Sicht, ist ja immer ein gutes Recht, das zu sagen, streamt er nur auf Twitch, um die gratis Subs abzustauben mit Amazon Prime. FIFA Points und PSN-Karten, check gerne meinen Sponsor IGPOL aus. Der Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Außerdem könnt ihr noch mit dem Rabattcode FIFA Gaming 6% sparen. Check gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Heute gibt es mal wieder ein Pack-Opening, Leute. Und zwar haben wir heute mal wieder Packs geöffnet im Livestream. Ja, kommt gerne vorbei auf Twitch. FIFA-Gaming. Till heiße ich dort. Jeden Tag Livestreams immer so von 9 bis 18 Uhr meistens, immer so ab 15, 16 Uhr FIFA. Kommt gerne vorbei, Mann, ich würde mich freuen. Link ist unten in der Beschreibung. Und wir haben wieder geile Spieler gezogen, ja. Und zwar auf dem Account von Chris, meinem Abonnenten, die La Liga Upgrade Packs. Wir haben saftige schwarzer Schwarz, weißer. Ja, schreibt mal rein, wen ihr aus euren La Liga Upgrade Packs gezogen habt. Und ratet in den Kommentaren, wen wir gezogen haben. Ich bin gespannt, ob es einer rät. Lasst ein Like, das gerne, Abo da, falls ihr nicht abonniert habt. Gerne kostenlos abonnieren, Glocke gewinnen, dazu passen und gerne meinen Show auschecken. Ja, Nice Designs wie immer in. Also, ich habe schon viel. Ich hab schon echt viel Merch gesehen, der scheiße ist. Der einfallsloser Dreck ist. Aber das, Digga, ist wirklich mit das Schlimmste, was ich jemals in meinem Scheißleben gesehen habe. Schwarz auf Schwarz, weiß auf Weiß hier in diesem Design. Die Camo-Sachen wie immer in allen 4 Farben: Orange, Blau, Rot, Grün. Als T-Shirt, als Pullover, Kissen, Tassen, Handyhüllen. Turmbeutel, wie Handyhüllen. Immer. Nice LED-Lampe ist natürlich. Kostet nur 30 Euro im Übrigen. Die Lampe? 30 Euro, Digga. 30 Euro. Geradeaus gibt es auch noch. Und Handyhüllen, ja, auch in den 4 Camouflagefarben, ja. Rot, Orange, Blau, Rot, Grün. Rot, Orange, Blau, Rot, Grün, zweimal Rot. Ah, checkt aus. Und wie man nicht vergessen, ja, ihr wisst es ja, gratis Autogrammkarte, ja. Gibt es auch noch zu eurer Bestellung dazu. Also checkt aus. Ich würde mich freuen. Danke. Links oben in der Beschreibung. Wir starten jetzt Video. Bleibt bis zum Schluss dann. Let's go. So. Ich würde fast drauf wetten, ich habe das Video noch nicht gesehen, ich würde fast drauf wetten, dass da zum Schluss auch nochmal Werbung, ja.
Das war's, Leute, von diesem Pack-Opening. Ich hoffe, es hat euch gefallen. 94er Ousmane Dembélé war am Start. Knapp 1 Million Münzen wert. Absolut kranke Packs gewesen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und checkt noch gerne meinen Shop aus. Ja, ihr wisst es. Nice Designs, schwarz auf schwarz, weiß auf weiß, als T-Shirt, als Pullover. Die Camo... was habe ich gerade gesagt? Die Camo-Sachen, wollte ich sagen. Ebenfalls. Als T-Shirt, als Pullover in Orange, Blau, Rot und Grün. In meinem Shop erhältlich, gerne abchecken. Handyhüllen, ihr wisst es. In 4 Farben, Orange, Blau, Rot, Grün. Kissen, Tassen, Turnbeutel, nice LED-Lampen und vieles mehr. Alles in meinem Shop erhältlich. Also gerne abchecken, außerdem nicht vergessen. Bruder, die kleben immer so am Tisch hier, Alter, weil die so komisch sind hier. Ja, das ist auch ein Gramka, die gibt es auch noch im Stall. Ja, die sind immer so komisch zu packen, weil die so dünn sind. Also, checkt's aus, macht's gut. Bis morgen, haut rein. Ciao. Also erstmal ein kleiner Tipp an dich. Lieber FIFA Gaming, auch das musst du als Werbung kennzeichnen. Auch, was ich sehr lustig finde, Camo Polis T-Shirts in allen Farben, der Link. Neue LED-Lampe, der Link. Mein Shop, nice Pullover, bla 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 bla. Hatte, Bruder. So, und wir klicken jetzt mal die Links hier an. Sind alles drei dieselben Links und du kommst immer auf die gleiche Seite. Immer. Es ist dreimal die gleiche Seite. Anscheinend. Wie selten dämlich ist denn das bitte? Wir schauen noch mal, was sonst noch so videotechnisch am Start ist. Haben alle so ungefähr die gleiche Länge? Für günstige FIFA Points und PSN-Karten, check gerne meinen Sponsor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Er macht immer 7 Werbung. IG-Poll aus. Der Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Außerdem könnt ihr noch mit dem Rabattcode FIFA Gaming 6% sparen. Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Auto. Die neuen Nice-Sachen. Was fällt euch auf? Was fällt euch auf? Ja, Wein, genau. Nur bis zum 1. Juni erhältlich. Hochgeladen am 4. Juni. Limitiert. Hat keinen Schwanz gekauft. Armleuchter. Und wir, nur noch ganz kurz, Moment. Für günstige Video von heute. Für günstige FIFA. Am 7. Points und PSN-Karten checken. 6% sparen. Check gerne. Er steckt so wenig Arbeit in seinen scheiß Kanal, dass sogar hier noch drin steht, nur bis zum 1. Juni erhältlich. Limitiert. Hier, falls ihr noch eine geile Lampe wollt für 30 Euro, gönnt euch. Also das ist jetzt hier limitiert. Das Weiß und das Schwarze und die Handyhüllen. Jetzt, vielleicht kann auch sein, dass... Gut, die schwarzen Handyhüllen sind schon mal am Start. Nee, das ist sie doch nicht. Vielleicht... Ah, es scheint wohl doch, als wenn es die Sachen nicht mehr gibt. Oder? Nee, es scheint die Sachen nicht mehr zu geben. Zumindest sehe ich sie hier nicht. Okay, okay, okay. Oh, Game Brother. Ja, ey, was los? Jo, du guckst dir gerade den besten FIFA-Kanal auf der ganzen Welt an. Digga, ich hab heute fast gekotzt. Digga, lass einfach sein. Da wirst du nicht schlau aus. Du wirst nicht verstehen. Hat niemand aus der FIFA-Szene zu dem Kontakt, oder was? Doch! Aber der ändert ja nichts. Der ist so behindert. Aber, ja, ey, Digga, wir dürfen hier nicht zu heftig über ihn lästern. Aber sag mal, ehrlich, der macht das, also der, das ist doch nur noch eine Geldmach-Scheiße, oder? Ja, also der streamt irgendwie, der hat einen Twitch-Kanal und der streamt der. Ja, ich weiß. Und der FIFA-Kanal, also der lädt ja halt wirklich Videos so und die werden ja nicht geschnitten. Also der hat auch, musst du mal angucken, das habe ich heute getwittert, der hat einfach ein Video hochgeladen. Hat er schon wieder gelöscht. Zum Essen ruft er, ja. Und das woher was? Woher was? Ja, der hat ein Video heute hochgeladen, wo ihn seine Mutter zum Essen ruft und das cuttet er halt einfach nicht raus, weil Schneideskills halt, er arbeitet. Achso, wie das, wo er Messi angeblich gezogen hätte, oder was? Ja, das kam auch, glaube ich, heute oder gestern, irgendwie 3 Videos am Tag. Nee, das kam heute, ja, das hat er schon wieder gelöscht. Ja, komm mal bei mir auf Twitter bei Tweets und Antworten. Ich habe heute Videoausschnitt getwittert, wo seine Mutter ihn zum Essen ruft, das wurde auch nicht rausgeschnitten. Und das ist auch schon wieder gelöscht, oder was? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich blick halt bei den Uploads nicht durch. Das sind halt wie so ein Stück am Tag. Ah, hier, ich hab's schon. Ist doch wieder kacke hier mit Süde. Ja, muss im Kleinen, ja. Kleinfenster machen. Marco, geh mal kurz zur Tür. Jetzt ist Peter. Ich ruf den eben an, jetzt dann meldet er sich wieder nicht, ey. Meine Fresse. Ja! Ach so, das? Ja, gleich. 10 Minuten. Ja. Komm. Null. Krass, oder? Also ich meine, ich habe mich mit dem Thema halt auch mal ein bisschen länger. So Leute, Süd ist am Start. Ah, er hat vorher und nachher geklatscht, damit er in der Audiospur. Ja, damit er schneiden kann. Hat er halt nicht gemacht. Ja, also ich habe mich mit dem Thema halt schon ein bisschen länger auseinandergesetzt, weil der war tatsächlich mal, ich weiß nicht, wie krass du die FIFA-Szene damals verfolgt hast, aber vor 2, 3 Jahren war der einer der größten. Der hat richtig gut Klicks gemacht. Ja, kann man jetzt ja nicht mehr von ihm behaupten. Nee, jetzt nicht mehr.
Und ich hab mich dann im Stream auch ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt, weil es halt krass, wie kannst du 400, also wie kannst du so eine Abonnentenzahl haben und halt so einen Öl hochladen? Das ist der, der macht's nur noch für die Kneten, Digga. Ja, natürlich. Aber es ist halt so ein, es ist Öl. So, der macht ein Video, der öffnet da drei Packs und erzählt zu jedem 75er Goldspieler irgendwas, aus welchem Land er kommt und was er heute Morgen gefrühstückt hat, damit er irgendwie auf 10 und vor kommt. Und vor jedem Video, labert er eine Minute von seinem Merch und am Ende auch nochmal. Ja, ja, aber er muss wissen, limitierte Osteredition, irgendwann im Juli kannst du auch noch kaufen. Ja, aber nee, im Shop ist das nicht mehr, das bis zum 1. Juli ist nicht mehr im Shop, Digga, hab ich gerade geguckt. Ja, ich habe mal vor 2-3 Monaten im Stream was gefunden, da hat er irgendwie noch eine Weihnachtsaktion beworben. Also, da muss man in der Beschreibung gucken. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber da ist wirklich alles verloren. Da gibt's auch keine Hoffnung mehr. Nee, ich war aber gerade am Überlegen, ob ich mir die LED-Lampe für 30 Euro bestelle. Ja, Digga, du hast eine gratis Autogrammkarte dazu. So, und das war mir nämlich wieder fast klar, Digga. Das war mir, ich guck gerade mal, das war mir wieder fast klar. Auf keinem, ja gut, hier, klar, hier, aber auf keinem seiner Bilder hat er mal Merch von sich. Ja doch, okay, hier hat er das an. Ja, Digga, trotzdem, ganz komischer Kauderwelz, Digga. Muss ich, egal, scheiß drauf. Hier unten hat er's. Digga, aber das ist auch ein lustloser Merch, Digga. Nice Merch, Bruder. Ja, ist ja nice. Ja, ja, richtig nice, Digga. Naja, ich will dich nicht lange aufhalten, mach entspannt weiter, aber da bist du nicht schlau raus, versuch's erst gar nicht. Ich hab mir da schon den Kopf wirklich drüber zerbrochen, wie man seinen Kanal wirklich so dreimal kreuzweise nehmen kann, aber das Ding ist nicht schlau raus. Nee, da wäre ich aber auch nicht schlau draus, Digga. Was ist denn jetzt hier mit diesem FIFA-League, dass die ihre Spieler manipulieren da, die Spiele? Ja, das Problem ist halt, bei diesem, das ist ja dieses Patent-Ding, ne? Ja. Und im Endeffekt besagt dieses Patent halt eigentlich nur, dass das Spiel Sachen beeinflussen darf, um den Spieler am Zocken zu halten. Sprich, dass du einfach diese Gegner gematcht bekommst, wenn du eine Niederlagenserie hast. Also einfach, dass das Matchmaking vereinfacht wird. Das ist aber irgendwie so ein 13- oder 14-seitiges Dokument oder so. Und gefühlt hat das halt keinen Schwanz gelesen und alle sagen jetzt, ah ja, Momentum bestätigt und bla bla bla. Ja, es ist, Digga, jeder, der viel FIFA zockt, weiß, dass es Momentum gibt. Ja, natürlich. Natürlich, bin ich auch dabei. Aber es ist halt auch keine hundertprozentige Bestätigung, aber wenn du 1 und 1 zusammenzählst, dann ist das Ergebnis meistens 2, ne? Und dann kriegst du halt, weißt halt schon, was du daraus für Schlüsse ziehen kannst. FIFA ist also einfach Schmutz, Digga, Punkt. Ja, das ist, also ich find's halt schade, weil ich nur ganz kurz, wie viel hast du nochmal während den Tots jetzt reingeballt und was hast du bekommen? Heute lief's tatsächlich echt gut. Ich hab heute mein allererstes Pack heute zum heute kam das Serie A und zwar 2 Millionen Coins werden. War den Spieler, den du gezogen hast, oder was? Ja, ich habe halt irgendwie 2 Drops gezogen und die waren dann 20 Sekunden raus und ich direkt vertickt dann 2 Millionen. Ah, okay. Ja, aber du hast wahrscheinlich trotzdem ganz schön gut reingebuttert, ne? Heute ging. Also ich glaube, heute hatte ich, das ist halt traurigerweise FIFA-Verhältnisse mittlerweile wenig. Ich glaube, ich hatte heute 500 drin, aber... ja, Digga, ich bin raus, was okay. FIFA angeht, Digga. Ja, du hast noch eine Zeit lang auch richtig gute Attacke gemacht. Was habe ich? Du hast noch eine Zeit lang auch richtig gute Attacke gemacht. Bei FIFA? Ja. Ja, hör mal auf, Digga. Ich hab, oh no joke, ich hab bestimmt bei FIFA 30, 40 Mille drin.